Hi zusammen, heute gibt es einen Junkyard Haul von mir und zwar ist das schon mein zweiter Junkyard Haul. Ihr habt das letzte Video so unfassbar gefeiert und das hat mich mega gefreut, weil es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, euch das Ganze abzudrehen. Und das ist jetzt meine zweite Bestellung und das wird wieder ein Unboxing First Impression Try-on Haul. Und ich freue mich, euch das Ganze zeigen zu können. Meinen Rabattcode blende ich euch wie immer hier ein. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. Ich würde sagen, wir beginnen heute einfach mal mit Schuhen. Und zwar mit Puma. Ich habe alle Schuhe, wie ich euch letztes Mal auch gesagt habe, wie immer in 40 bestellt, damit ich die nicht einlaufen muss, weil mir das auf die Nerven geht. Und ich habe mir Schuhe ausgesucht, die nicht nur aus Schwarz bestehen. Dass ich das nochmal sage, das ist so wow. Und zwar sind das diese hier. Ich bin so verliebt. Oh mein Gott. Ich feiere diese Schuhe so sehr, weil einfach einige Farben mit drin sind. Und ich trage ja generell sehr gerne komplett schwarze Outfits. Und ich finde, wenn man dann ein richtig geiles Augen-Make-up macht und dann solche Schuhe anhat und zum Beispiel ein Augen-Make-up mit ein bisschen Blau, Gelb oder Rot drin, wie in dem Schuh vorhanden ist, finde ich, sieht das Ganze unfassbar schön aus. Und das hier ist der Schuh. Das nächste Paar Schuhe ist von Adidas und wir schauen mal nach, welche das sind, denn ich habe zwei von Adidas und die schauen so aus. Ich finde die so schön. Ich wollte eigentlich eine andere Farbe, leider gab es die nicht mehr in einer anderen Farbe. Aber ich muss ehrlich sagen, die Farbe gefällt mir auch sehr gut, weil ich auch gerne Beige und Grautöne trage. Und dazu auch so ein leichter Farbtupfer von einem Mint und von einem Rosa. Finde ich auch richtig toll. Das dritte Paar und das letzte Paar von Schuhen ist auch von Adidas, wie ich gerade schon erwähnt habe. Ich muss sagen, ich feiere momentan echt schwarze Schuhe, die ein bisschen was an Farbe drin haben, egal ob es jetzt dieses Gelb, Blau oder Weiß ist. Ich feiere das übertrieben und finde, das sieht richtig toll aus. Und der Schuh sieht so aus. Das Krasse ist, ich habe mir diesmal wirklich nur zwei Sachen ausgesucht zum Anziehen. Und zwar einmal einen Jumpsuit und einmal einen Pullover. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Jumpsuit. Der Jumpsuit, muss ich sagen, hat ein richtig geiles Material. Das fühlt sich so angenehm an. Und der sieht so aus. In so einem schönen rosa Metallic ist das. Es ist nicht zu rosa, sondern eher so ein kühles Rosa, finde ich. Und ich mag den Ton sehr, vor allen Dingen mit der Haarfarbe. Passt das richtig gut. Die Ärmel davon gehen so und haben unten dann diesen Abschluss. Das nächste ist der Pullover, den ich mir ausgesucht habe. Und darauf freue ich mich sehr. Größe M. Er fällt extremst groß aus. Ich feiere das aber. Und die Farbe, bitte. Die Farbe, wie geil ist bitte diese Farbe? Ich finde, das sieht so schön aus. Der hat eine Kapuze, dann hier diese Bömmel drin. Und ich feiere, dass der ganze Pullover einfach orange ist. Und nur, dass halt die Schrift ist auch so richtig geil da eingearbeitet. Also so richtig schön eingenäht und nicht einfach nur drauf gedruckt. Und das sieht so schön aus, wirklich. Also ich feiere den Pullover, glaube ich, mit am allermeisten von dieser ganzen Bestellung plus die Schuhe. Dann habe ich mir diesmal noch einmal eine schwarze
eine schwarze Cap bestellt und zwar von Nike. Ich bin momentan, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, so voll im Cap-Fieber. Ich feiere das übertrieben. Und die schaut so aus. Ich finde die richtig schön, vor allen Dingen mit diesem abgesetzten Nike-Zeichen noch dazu. Finde ich richtig schön und gefällt mir auch vor allen Dingen sehr gut, wenn man komplett schwarz gekleidet ist und dann dazu eine schwarze Cap anhat. Dann habe ich mir von Tangle Teezer zwei Sachen bestellt. Und zwar einmal die Wet Hairbrush und einmal die normale Professional Wet and Dry Hairbrush. Ich fand das ganz cool, mal auszuprobieren. Ich habe zwar einen Tangle Teezer, der ist aber hellrosa. Und den habe ich damals nur gekauft, weil die nur den hellrosa da hatten. Und ich war sehr traurig. Und ihr wisst, ich und Schwarz, das ist sehr viel Liebe. Und deswegen habe ich mir den ganz normalen Tangle Teezer nochmal in Schwarz bestellt. Ich glaube, ihr alle habt schon mal einen Tangle Teezer gesehen, aber der schaut so aus. Ist halt ganz normal mit diesen ganz normalen Noppen hier unten. Und ich finde den richtig schön. Dann wollte ich unbedingt den Tangle Teezer ausprobieren mit diesem Ding hier dran. Ob das wirklich wie ein Tangle Teezer dann durch die Haare geht oder ob das anders ist, ob das unangenehm ist oder nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das ist, weil ich habe auch noch diese Wet Brush zu Hause, womit ich an sich echt zufrieden bin. Aber ich muss sagen, ich mag Tangle Teezer etwas lieber. Ich finde, Tangle Teezer kann man einfacher sauber machen. Also du kannst da einfach Wasser drüber laufen lassen und das so rausziehen, wenn da Haare drin sind. Und das ist halt bei einer Wet Brush oder bei normalen Bürsten ein bisschen schwierig, weil da unten immer dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so dieses Kissen drin ist, wo sich dann Wasser drunter saugt. Und dann, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich finde das sehr, sehr eklig. Und so schaut die Bürste aus. Ich finde, die sieht echt aus wie der normale Tangle Teezer, also auch von der Benoppung her. Aber ich finde es halt immer ganz cool, dass ich einen zum Mitnehmen habe und einen für zu Hause habe. Und gerade um zu gucken, wie das Ganze dann im nassen Zustand ist, weil ich finde, Tangle Teezer macht schon einen krassen Unterschied. Gerade wenn ihr eure Haare wachsen lassen wollt und aufpasst, dass ihr eure Haare nicht zu sehr schädigt, ist es halt mit Tangle Teezer, meine persönliche Meinung, die beste Entscheidung, weil ihr reißt euch nicht die Haare raus. Dann habe ich mir einen neuen Beauty Blender bestellt, weil meiner mittlerweile so aussieht und jedes Mal komplett verdellt ist. Und da habe ich mir den pinken ausgesucht. Ich wollte eigentlich eine andere Farbe probieren, aber ich weiß nicht, ob es in den Farben irgendwelche Unterschiede gibt. Und dann dachte ich mir, okay, bestell den pinken, dann bist du auf der sicheren Seite. Der schaut so aus. Und ich finde den richtig süß, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie pink der ist, im Gegensatz zu dem hier mittlerweile, weil der full mit Make-up ist. Und damit ich den auch wunderbar sauber halten kann, habe ich mir dazu den Liquid Blender Cleanser bestellt. Da sind 150 ml drin. Das letzte, was ich mir ausgesucht habe, ist ein Make-up-Produkt. Und zwar wollte ich schon immer mal von Revolution diese Vivid Baked Highlighter ausprobieren. Aber ich habe jedes Mal vergessen, mir die mitzubestellen. Der schaut so aus und ich werde den euch jetzt mal auf meinem Finger swatchen, weil auf meiner Hand ist ein bisschen schlecht. Richtig schön aus. Das ist ein sehr geiler Highlighter. Gefällt mir übel gut, ich weiß nur nicht. Ich werde den euch jetzt... Oh mein Gott! Seht ihr das? Oh mein Gott. Man bedenke bitte nicht den Unterschied zwischen Gesicht, Dekolleté und Hand. Ich kann momentan nichts drauf machen wegen Tattoos. Aber wie heftig. Wow. Ich bin schockiert. Also ich bin sehr gespannt, wie das hier auf dem Gesicht wirkt. Aber die Farbe ist krass. Ich muss euch diesen Clip gerade noch mit einblenden. Ich habe auf die Seite den Highlighter gemacht, auf die noch nicht. Aber ich habe den auf dem Pinsel drauf gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welche Seite, deswegen muss ich nochmal ganz leicht reindippen. Ich war gerade Schock. Also wirklich, ich hoffe, ich bin gerade gut im Licht, aber... Oh mein Gott. Seht ihr das? Das ist ein bisschen zu viel Highlight gerade, aber... Oh mein Gott. Nochmal zur Erinnerung, denkt an den Rabattcode, den ich euch hier einblende. Und den setze ich euch nochmal unten in die Infobox.
Das war es dann auch schon mit dem Junkyard Haul. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich habe diesmal ein bisschen mehr Wert auf Schuhe gelegt als auf Kleidung. Wird sich aber in den nächsten Hauls, denke ich mal, wieder ein bisschen switchen. Und ihr seht so ein bisschen mehr von allem. Finde ich persönlich sehr, sehr spannend und nicht immer so dasselbe. Sondern dass in jedem Haul wirklich so ein bisschen Wert auf andere Produkte gelegt wird, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Ciao!